Als erstes habe ich mir eine Idee gesucht. Und da ich Trompete spielen kann, wusste ich bald, dass ich eine Tonleiter mit der Trompete spiele. Die habe ich dann ein paar Mal geübt und dann aufgenommen. Fürs Aufnehmen habe ich leider sehr viele Versuche gebraucht, weil immer irgendetwas mir oder anderen Leuten nicht gepasst hat. Dann, nach vielen Versuchen, hatte ich endlich ein Ergebnis, mit dem ich zufrieden war. Doch das musste ich jetzt auch noch bearbeiten, was mir sehr viele Nerven kostete. Dann hatte ich das endgültige Ergebnis. Was ich dabei gelernt habe, war, dass ich mir nun endlich merken konnte, dass man bei der Benennung von Noten auch dazu schreiben muss, ob es jetzt zum Beispiel ein F1 oder ein A2 ist. Der größte Lernerfolg an dem Ganzen war, dass ich so Freunden besser Musik erklären kann, aber selbst auch einiges lernen kann. Denn nachdem mein Video fertig war, habe ich es meinen Freunden gezeigt und sie haben es auch verstanden. Doch dann habe ich ein altes Piano auf dem Dachboden gefunden und mich daraufhin entschieden, eine A-Dur-Tonleiter zu spielen. Bei meinem ersten Versuchen gab es immer ein paar Probleme. Zum Beispiel der Ton war nicht so gut und das größte Problem war, dass ich am Anfang die falschen Tasten gespielt habe. Danach musste ich es immer wieder verbessern, da bei mir oft etwas gefehlt oder nicht gepasst hat. Ich selber war mit meinem Diff eigentlich zufrieden. Das Ergebnis habe ich dann einem Freund von mir geschickt, damit er es bewerten kann und sagen kann, ob es so passt. Vorher wusste ich nicht mal, wie man Tonleiter auf dem Klavier spielt, doch jetzt weiß ich es. Meine Klasse und ich bekamen in unserem Musikunterricht die Aufgabe, einen GIF zum Thema Musiktheorie zu erstellen. Unsere Lehrerin hat uns genau erklärt, was wir zu tun haben und welche App wir dazu nutzen können. Dann stellte sich für mich, sowie auch für meine Mitschüler, die Frage, welches Thema ich nehmen möchte und was ich es gut in so kurzer Zeit erklären könnte. Relativ schnell entschied ich mich dann dafür, dass ich eine C-Dur-Tonleiter auf Gläsern spielen möchte, die unterschiedlich mit Wasser gefüllt sind. Als ich dies dann zu Hause ausprobierte, bemerkte ich, dass das gar keine leichte Aufgabe ist, die Gläser mit genauso viel Wasser zu füllen, dass die Töne erklingen, die ich brauche. Nach einigen Malen Wasser ein- und wieder ausschütten, hat es dann geklappt und ich konnte das Video mit Hilfe einer zweiten Person aufnehmen. Meine Lehrerin hat mir noch ein paar Verbesserungsvorschläge für das Video gegeben und so entstand dieser GIF. Für das Projekt habe ich ungefähr 3 bis 4 Stunden benötigt. Insgesamt war es ein sehr interessantes Projekt, in dem ich auch anhand der GIFs meiner Mitschüler viel lernen konnte. Mir hat das Projekt geholfen, Musiktheorie besser zu verstehen und das Instrument Trompete kennenzulernen. Allgemein war es eine moderne und neue Abwechslung zum theoretischen Unterricht, besonders weil wir mit einer App und unseren eigenen Handys gearbeitet haben. Leider bin auch ich auf ein paar Probleme gestoßen. Beispielsweise war ich mir nicht so sicher, ob das Licht passt, die Kamera gerade ist oder der Hintergrund in Ordnung ist. Deshalb habe ich meine Musiklehrerin um Hilfe gebeten und durch ihre guten Verbesserungsvorschläge ist mein GIF jetzt echt gut geworden. Ich fand, es war eine sehr schöne Aufgabe und was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass wir so auch mal in einem Fach etwas mit unseren Handys machen durften. Zuerst hatte ich keine Idee, wie ich diese Aufgabe lösen sollte. Aber schließlich dachte ich mir, dass es vielleicht ganz spannend wäre, einen GIF zu erstellen, bei dem ich die ersten paar Takte der deutschen Nationalhymne am Klavier spiele und so zuschneide, dass es sich 4-mal wiederholt. Also nahm ich mir kleine Klebepunkte und beschriftete sie mit dem jeweiligen Namen der Note und klebte sie auf die Klaviertastatur, sodass auch erkennbar ist, welche Töne gespielt werden. Als nächstes suchte ich mir Noten der Nationalhymne und übte es kurz auf dem Klavier zu spielen. Als dies klappte, filmte ich den ersten Versuch mit Hilfe eines Notenständers, den ich auf das Klavier legte, um mein Handy in eine geeignete Position zum Filmen zu bringen. Mal war es zu dunkel, mal spielte ich zu schnell. Irgendwas hat eigentlich immer nicht geklappt. Als ich dann die Verbesserungsvorschläge unserer Musiklehrerin umgesetzt habe, war ich zufrieden mit meinem GIF. Das Ganze hat etwa 3 bis 4 Stunden gedauert. Insgesamt war es eine interessante Erfahrung, diesen GIF zu erstellen und zuzuschneiden, da es einmal nicht nur trockene Musiktheorie war.
Im Übrigen denke ich, dass diese Aufgabe nicht nur anderen bei dem Verständnis der Grammatik, sondern auch mir beim Umgang mit dem Handy und das Erstellen eines GIFs, was ich vorher noch nie gemacht habe, geholfen hat. Und wie wir es von der Jugend heutzutage kennen, setzte ich mich vor den PC und spielte mein Lieblingsspiel, nämlich Minecraft. Da kam mir die Idee. Ich schnappte mir da ein Element von Minecraft, den Notenblock. Startmechanismus gebaut, aufgenommen, geschnitten und abgeschickt. Dann war ich fertig. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.